Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit eine Woche durch die Schule. Ich schreibe vielleicht noch ein paar Exen. Und am Dienstag, also morgen, schreibe ich Physik. Ja, sonst bin ich schon relativ durch, weil nächste Woche dann noch Ferien sind. Bei uns sind Faschingsferien in Bayern. Auf jeden Fall muss ich jetzt los. Und genau. Mein Fit ist heute einmal diese Jacke, dann dieses blaue Shirt und dann habe ich noch diese Jeans an von Zara und die Adidas-Schuhe. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gehen. Ich bin jetzt in der Schule, ignoriert die Klamotten. Ich bin einfach 10 Minuten zu früh. 10. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Wir haben jetzt gleich Englisch und danach Doppelstunde Sport, dann Doppelstunde Spanisch und dann entfällt die letzte. Finde ich super, da hätten wir eigentlich eine Mathe gehabt. Ja, aber ich habe nachher dann auch noch Therapie. Das heißt, ich kann gar nicht nach Hause, weil es wäre ein bisschen unnötig. Weil meine Therapie ist hier auch in der Nähe und ich wohne nicht hier. Ja, weiß ich nicht, was ich in der Zeit mache. Ist eigentlich voll kacke, dass ich deshalb jetzt dann voll habe. Es lohnt sich nicht, nach Hause zu fahren. Deshalb bleibe ich. Ich weiß nicht, ob ich heute finde, dass ich einen Bad Make-up Day habe oder einen guten. Ich kann mich irgendwie nicht so ganz entscheiden. Aber ich habe vergessen, meine Nase zu konturieren und das nervt mich richtig. Wir haben eigentlich schon Dienstag. Aber es ist 2.45 Uhr. Deshalb ist für mich noch Montag. Ich muss ein bisschen leise reden, sonst wecke ich die Leute aus meiner Familie. Also ich kann nicht schlafen, wie gefühlt jede Nacht. Weil ich sehr angespannt bin, weil wir morgen, also heute, ich sag morgen, okay. Weil wir morgen Physik schreiben. Und ich schaue mir jetzt nochmal alles an, aber davor mache ich noch Englisch Hausaufgaben. Weil die habe ich vergessen zu machen. Und ja, mir ist so kalt. Und das Schlimmste ist, mein Zimmer ist richtig unordentlich. Weil meine Schwester hat mir alte Klamotten gegeben. Ich zeige das euch gleich. Und dann muss ich aussuchen, was ich brauche und was nicht. Aber dazu habe ich jetzt echt keine Kraft. Aber das ist so viel. Wow. Seht ihr das? Das ist so viel. Weil das ist so zerknödelt. Ihr müsst wissen, meine Schwester ist so unordentlich. Also ich rede von meiner großen Schwester. Meine kleine Schwester ist ordentlich. Und ich finde sie wirklich Katastrophe. Naja, es muss ihr alles gefallen. Deshalb soll es mir eigentlich egal sein. Auf jeden Fall mache ich jetzt Englisch. Und danach Physik. Ich habe jetzt gleich Schule. Ich habe die ersten 2 Stunden Kunst und dann habe ich Physik. Schulaufgabe. Ich habe einfach so Angst. So Angst. Aber irgendwie schaffen wir das Ganze schon. Ich schaue gerade die ganze Zeit, ob jemand kommt. Was für mich ein bisschen unangenehm. Ich bin gerade außer Atem, weil ich bin gerade gerannt. Ich bin einfach heute bis 4:30 wach. Bis 4:30. Ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Aber wird schon. Hallo, wir haben Donnerstag. Donnerstag. Auf jeden Fall, mir geht's gerade eigentlich gar nicht gut, aber wir raffen uns jetzt zusammen und räumen mein Zimmer auf und kriegen mein Leben irgendwie wieder in den Griff. Aber erstmal gehen wir raus, holen wir eine Cola-Zero, weil Cola vertreibt Kummer und Sorgen.
eigentlich nicht, aber egal. Es war heute unangenehm mit der Kodassierung. Ihr versteht das nicht. Weil ich habe das schon auf TikTok erzählt. Oh. Ich habe das schon auf TikTok erzählt, okay? Und zwar, beim Pausenverkauf ist meistens in der ersten Pause der Hausmeister mit seiner Frau. Und das Ding ist, die sind super süß beide, okay? Auf jeden Fall, es war halt so, sie war so gestern, so, ja, kann ich eine Cola Zero haben? Ich nehme meistens eine Pause Cola Zero, andere Pause Wasser. Und dann war sie so, ja, voll gern. Und sie war so, du sprichst Cola Zero immer so richtig süß aus. Es war mir so peinlich. Ich war so, ja, ich kann kein Englisch. Ja, war ein bisschen unangenehm und heute war es noch unangenehmer. Weil das Ding ist, ich war dann so heute, ich bin so hin, ich habe gar nichts gesagt. Sie wieder so, wieder deine Cola Zero. Ich war so, ja, meine Cola Zero. Leute. Das Ding ist, ich muss da immer so, also, ich muss mal aufhören zu grinsen. Das Ding ist, sie haben, also, auch Kinder und das ist so eine, das was ein bisschen unangenehm ist, deshalb, aber ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen gelächelt und gelacht und das ist gut. Jetzt bin ich jetzt produktiv. Ferien. Ich laufe gerade zu einer Freundin und bringe ihr ihren Pulli und gehe danach mit anderen Freunden noch in die Remakaden. Ich melde mich auf jeden Fall dann.